Ich habe dich vorhin gefragt, was so deine Lieblingsmusik ist, und du hast ganz klar gesagt, eigentlich schon der deutsche Schlager. Richtig, weil ich bin damit groß geworden und fühle mich da einfach total wohl, und für mich gibt es nichts Besseres als der Schlager. Wir sind immer noch da. Immer noch. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch. Ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert. Kreative Köpfe aus Musik und Kultur präsentieren wir. Und heute sind wir im Autohaus Wiedmann Nutzfahrzeuge in Waiblingen. Und zwar, weil das dein Wohnzimmer ist, Alena. Also ich übertreibe ein bisschen, aber hier wohnst du, hier arbeitest du und fühlst dich zu Hause. Und trotzdem schraubst du nicht an Autos rum, sondern hast ein ganz anderes Hobby gefunden. Genau, ich singe, und zwar deutscher Schlager. Und ja, gut, bei meinem Papa arbeite ich zwar gern, das weiß er auch, aber er sagt immer, das Zuhause ist die Bühne für mich und nicht die Werkstatt. Ich weiß von dir, dass du von klein auf versucht hast zu singen, zu üben, wo es irgendwo ging, und hast gesagt, so den richtigen Durchstart hast du in einer ganz bestimmten Jahreszeit gehabt. Im Fasching, genau. Da habe ich angefangen mit Musik und habe damals dann auch bei Waibling sucht den Superstar mitgemacht. Und dann sind wir damals zusammen mit der Mama und mit dem Faschingsverein auch rumgereist durch den ganzen Rems-Murr-Kreis. Und jetzt bin ich aber beim Cannstatter Quellenclub, und da fühle ich mich richtig wohl. Und da kann ich auch immer singen, wann ich Lust habe. Und da bin ich bin damit groß geworden. Ich habe dich vorhin gefragt, was so deine Lieblingsmusik ist, und du hast ganz klar gesagt, eigentlich schon der deutsche Schlager. Richtig, weil ich bin damit groß geworden und fühle mich da einfach total wohl. Und für mich gibt es nichts Besseres als der Schlager. Als junger Mensch kommt man ja nicht sofort auf eigene Titel, sondern du hast angefangen mit Coverversionen. Was waren so deine Lieblingstitel, mit denen du dich so richtig immer wieder auf die Bühne gewagt hast? Du hast mich tausendmal belogen von Andrea Berg, und ja, aber eigentlich auch Halleluja und An Angel von Kelly Family. Aber bei mir liegt es einfach am Herzen, deutschen Schlager zu machen, und Halleluja und An Angel singe ich zwar gern, aber deutschsprachige Musik liegt mir einfach mehr am Herzen. Jetzt gehen wir mal ganz bewusst weg von den Schubladen. Und was ist es, das dich zur Musik getrieben hat? Einfach die Freude an der Bühne oder wirklich die Freude am Gesang? Oder gibt es da andere Momente, die dir wichtig sind? Ich will den Menschen einfach meine Geschichte erzählen mit meinen Songs und sie einfach mitreißen, und dass sie einfach zusammen mit mir den Abend feiern und dass wir einfach alle zusammen Spaß haben. Das macht mir einfach Spaß. Dir ist wichtig, Menschen emotional zu berühren und was zu verändern. Genau. Also wir haben auch einen Fanclub. Also Team Alena heißt der Fanclub. Und es sagt immer irgendwie irgendjemand, dass die Lieder einen einfach berühren und dass sie sich einfach total wohlfühlen, wenn sie mit mir unterwegs sind. Schon wieder an dich gedacht, weil mein Herz schon laut nach dir ruft. Und ich wünsch mir, du bist jetzt hier. Da seh ich eine Nachricht von dir. SMS, hast du heute schon etwas vor? Weil alles, was ich so vermisse,
Wenn man so auf dem Fasching singt oder auch selber sich Songs aussucht, gibt es da auch Sachen, wo du sagst, jetzt habe ich es zwar versucht, aber das Lied liegt mir überhaupt nicht oder ich komme damit nicht zurecht? Klar, da gibt es verschiedene Songs, auch wenn es jetzt gerade in die Höhe geht, ist es bei mir immer ein bisschen schwierig, die Kopfstimme einzusetzen, aber die habe ich dann schon benutzt, die Kopfstimme, aber ich habe dann die Lieder irgendwann nicht mehr gesungen, weil es einfach für mich zu schwierig war und ich die Fans dadurch nicht enttäuschen wollte und habe mir dann andere Songs rausgesucht, wo wir dann wirklich den Abend genießen konnten und zusammen feiern konnten. Ja, deine Normalstimme ist eigentlich auch sehr schön, da muss man nicht irgendwo auf Leitern klettern sozusagen. Gibt es Songs, wo du sagst, naja, die sind mir zu tief? Halleluja war mir schon echt fast zu tief, aber man kann es ja auch immer wirklich anpassen, einigermaßen. Und gut, jetzt Männercovers oder sowas ist für mich dann wirklich wiederum schon arg tief. Halleluja fängt ja auch fast gesprochen an. Du hast mir gesagt, manche haben vermutet, dass du eher rappen willst. Wie kamen die denn da drauf? Also bei mir war es damals so, damals, wo ich ins Tonstudio gegangen bin, hatte ich halt natürlich, ich hatte so eine Felljacke an und meine Basecap und meine Schuhe und einfach der Eindruck war für meinen Produzenten damals, ich will Rapperin werden und dann habe ich gesagt, nee, ich mache Schlager und das hat er gar nicht verstanden und auch meine Freunde und Freundinnen, die haben alle gedacht, ich will Richtung Rap gehen, weil ich einfach diese Dein Image oder deine Kleidung hat in die Richtung. Genau, richtig, richtig. Und das haben die damals wirklich gedacht, dass ich das dann machen möchte. Und was ist es, was dir am Schlager jetzt so viel besser gefällt als an anderen Musikarten? Also ich finde, beim Schlager kann wirklich jung und alt mitmachen und das gefällt eigentlich mir sehr gut dran, weil alle wirklich auch den Text von der Musik oder von dem Lied verstehen und ich finde es einfach schön, wenn ich die Leute mitreißen kann. Du gehst jedes Mal beim Singen dann auch mit dem Text richtig mit oder ist es manchmal schon so, dass man dann wieder mehr, ich sage jetzt, auf die Töne achtet oder wo ganz anders in Gedanken ist? Also ich bin oft auch auf der Bühne in ganz anderen Gedanken, wo ich überhaupt bin und also bis jetzt habe ich mich Gott sei Dank noch nicht versungen, aber ich hoffe auch nicht, dass es passiert, aber ich bin wirklich froh, also jetzt, dass es noch nicht vorkam, ja. Das heißt, du bist richtig textsicher? Ja, eigentlich schon. Ja, ich hoffe doch. Heute Abend, 7:45, haben wir ein Rendezvous ausgemacht und mein Puls schlägt 110 BPM. Mich auf den Weg, weil sich die ganze Welt um dich dreht und die Zeit nicht schnell genug vergeht. Du machst die Nacht für mich wieder hell, drehst meine Welt wie ein Karussell, weil alles, was ich so vermiss, ein Teil von deinem. Jetzt weiß ich, dass du noch ein anderes Hobby hast. Wie geht das zusammen? Mögen deine Hunde, wenn du singst? Ja, mein Hund singt sogar manchmal mit, ja. Hört sich zwar nicht so gut an, aber ich habe zwei Hunde, der eine schläft ein, der andere macht mit, aber super. Zu Hause singen, in der Badewanne singen, was weiß ich, das ist man gewohnt. Wenn du die Hunde ausführst, singst du auch? Ja, total gern. Und die Leute nehmen das mir, glaube ich, auch nicht mehr krumm, weil hier in Honacker kennt mich, glaube ich, sowieso fast jeder. Jetzt ging das ja ziemlich rasant. Ich habe gehört, du hast bestimmte Lieder eingesungen und dann hat ein Produzent plötzlich gesagt, ich will da mehr mit dir machen.
Genau, also ich habe damals für den SWR, für den Närrischen Ohrwurm, ein Lied geschrieben und bin daraufhin dann ins Tonstudio gegangen und habe den eingesungen und hatte dann halt noch Coverversion, wo ich singen wollte, und habe dann Halleluja gesungen, und er hat dann daraufhin zu mir gesagt, mit dir möchte ich gerne was machen. Und das geht jetzt so voran, du schreibst die Songs, er schreibt die Songs oder beide miteinander? Also ich muss dazu sagen, wir hatten einen Songwriter, ja, aber bei Heißluftballon zum Beispiel haben wir das Ende dann doch mal nochmal zusammen verändert und zusammen gemacht. Und ich schreibe selber keine Lieder bis jetzt, aber vielleicht in nächster Zeit, sehr gerne, ich würde mich freuen. Ich habe gehört, du hast jetzt auch eine Riesenchance, immer wieder sonntags. Bist du da aufgeregt? Das ist ein richtiger Wettbewerb. Ich bin sehr nervös, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich hoffe, es funktioniert und klappt alles. Und bis dahin übe ich fleißig natürlich und an meiner Performance und an meiner Ausstrahlung. Und ich hoffe, dass es funktioniert, ja. Also ich finde, du darfst ehrlich sein und darfst auch sehr nervös sein. Vielleicht interessiert es andere junge Menschen, wie du mit der Nervosität und mit diesen, das sind ja automatisch auch in dem Moment bestimmte Ängste, wie du damit umgehst. Puh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass meine Freunde und meine Familie mich da wirklich dabei unterstützen und einfach zu mir sagen, komm runter, wird alles gut, egal wie es ausgeht, aber man muss einfach den Moment nutzen und Spaß an der Musik haben in der Zeit. Deine Mutter hat mir vorher erzählt, dass du auch schon in der Kirche aufgetreten bist. Und zwar fand ich eigentlich bei ganz schön schwierigen Situationen, bei Todesfällen von Verwandten. Wie ging es dir da? Konntest du da abschalten oder dich so konzentrieren? Ich war damals ziemlich traurig und ich konnte das mit meiner Musik einfach besser verarbeiten. Und daraufhin habe ich gesagt, ich mache das, um meiner Oma damals den letzten Wunsch von ihr zu erfüllen, dass ich da bei ihrer Beerdigung gesungen habe. Und das hast du auch geschafft, durchgestanden? Ja, genau, richtig. Also es waren wirklich viele zu Tränen gerührt und ich selber auch. Also ich habe es geschafft, aber es war für mich wirklich eine schwere Situation, aber bin froh, dass ich es gemacht habe. Liederauswahl bei solchen Gelegenheiten ist auch nicht ganz einfach. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, das Halleluja. Wünschst du dir da noch andere Lieder oder bist du da selber mal am Überlegen? Also Halleluja ist ein ganz wunderschöner Song. Der gefällt mir wirklich sehr gut, aber bei solchen Sachen, zum Beispiel Beerdigungen oder auch Taufe oder Hochzeit, finde ich auch, dass man wirklich deutschen Schlager mit einbringen könnte. Jetzt als Ballade oder dann halt auch zum Beispiel Nur mit dir von Helene Fischer. Bei einer Hochzeit finde ich wunderschön. Es wird wieder warm, die Sonne geht auf. Wir klettern aufs Dach deiner Wohnung hinauf. Und wir sind schon lang, schon viel zu lange wach. Ich lehn meinen Kopf an deine Schulter, leise Musik dringt in mein Ohr und ich kann hören, wie du leise lachst. Schau doch mal davon, schau mal, was da näher kommt. Sind das nicht wir zwei? Wir schweben dort am Horizont. Unsere Liebe ist ein Heißluftballon. Wir schweben mit dir auf und davon, gemeinsam auf unserem Weg, egal wo der Wind uns hinträgt. Unsere Liebe ist ein Heißluftballon. Wir schweben mit dir auf und davon und kommen wir zu nah an den Boden, werfen wir Flammen nach oben. Meistens ist es ja so, dass Schlagersänger mit einem Playback singen, weil so ein Orchester kann man ja kaum mitbringen.
Hast du auch Erfahrungen mal mit live gespielter Musik oder ist das auch ein Wunsch von dir, dass dich ein Musiker einfach mal begleitet, Gitarre, Orgel, Klavier, was weiß ich? Also ich hatte das durchaus mal und zwar bei meinem Papa am 60. Geburtstag. Da hat mein Musikproduzent damals sein Klavier oder sein E-Piano mitgebracht und dann haben wir live aufgetreten bei ihm auf dem Geburtstag. Das war eine tolle Erfahrung und das würde ich sehr gern wieder machen. Spielst du eigentlich auch selber ein Instrument? Ich habe damals angefangen mit Klavier, aber das habe ich leider aufgehört, weil mir der Gesang einfach viel mehr Spaß gemacht hat in dem Moment. Und vielleicht, das Klavier steht noch im Büro, vielleicht komme ich nochmal dazu, um dass ich Klavier spielen könnte oder kann. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich nehme jetzt mal einen ganz normalen Arbeitstag von dir. Du stehst auf, dann singst du dich warm oder gehst du erstmal ins Büro mit einem Kaffee oder wie geht das bei dir so? Ich stehe auf, ehrlich gesagt, um 8:45 und um 8:30 muss ich im Geschäft sein. Das passt nicht immer ganz, aber dann gehe ich erstmal natürlich Kaffee trinken und dann geht's los. Leider nicht mit Gesang, sondern mit der Büroarbeit. Das heißt, du musst das wirklich in deiner Freizeit machen, da ist nicht der Tag dem einfach untergeordnet. Richtig, ja gut, ich singe auch im Büro, aber mein Papa stört es auch nicht, aber wenn er dann reinkommt, dann höre ich auch auf, nicht, dass ich ihn da irgendwie ärgere damit. Jetzt musst du mir noch verraten, gibt es noch andere in deiner Familie, die gerne singen? Ja, meine Mama singt gern, mein Papa auch, aber die sagen immer, die können das nicht so gut wie ich. Gut, ich habe zusammen mit der Mama immer angefangen zu singen. Als kleines Kind, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, und ich bin ihr eigentlich sehr dankbar, dass sie das mit mir wirklich jeden Abend gemacht hat, aber... Das muss man nochmal erklären, jeden Abend hat sie dich das gleiche Lied singen lassen? Ja, jeden Abend im Flur hat sie dann bei YouTube die Karaoke-Version von Nicole reingemacht und das habe ich jeden Abend gesungen. Und wie trainiert man da? Singt man das jeden Abend anders oder jeden Abend gleich? Na, sie hat immer zu mir gesagt, ich soll es durch den Bauch machen und ich habe das nicht verstanden, wie sie das meint und ich habe dann halt drauf losgesungen, aber irgendwann habe ich es dann doch verstanden und bin wirklich froh, dass sie das mit mir geübt hat. Jetzt bist du ja so an der Schwelle, wo man sagen kann, man weiß noch nicht, ob es richtig erfolgreich wird, aber du bist ja noch sehr jung, also da sind große Chancen da. Was würdest du einer anderen jungen Frau sagen? Probier es auch oder würdest du sagen, naja, ist schon ganz schön anstrengend, was mich jetzt gerade diese Wochen alles so betrifft? Also ich muss sagen, es ist wirklich anstrengend, aber ich würde es jedem Mädchen weiterempfehlen, die wirklich die Musik liebt und man sollte halt sein ganzes Herzblut reinstecken und einfach wirklich weitermachen, auch wenn mal Tiefs kommen, einfach weitermachen. Das spürt man dir auch ab, dass dein ganzes Herzblut da drin steht. Und so bleibt mir eigentlich jetzt am Ende unserer Sendung eins übrig. Ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen für diese ganz besondere Gabe, aber auch, dass es dir gelingt, deine Songs zu finden und auch Menschenherzen weiterhin zu erreichen. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuschalten, wenn es heißt Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen. Ich fühle deine Lippen auf meiner Haut. Ich habe noch nie etwas so sehr gebraucht wie dich. Du bist mein Zuhause. Die schweren Zeiten, die wir durchlebten, fügen sich immer mehr zusammen zu einem Bild, das man jetzt erkennen kann. Schau doch mal davon, schau mal, was da näher kommt. Sind das nicht wir zwei? Wir schweben dort am Horizont. Unsere Liebe ist ein Heißluftballon. Wir schweben mit dir auf und davon, gemeinsam auf unserem Weg, egal wo der schauen.